Rätselzeit auf GameTube. Trotz der ganzen Zombies haben Daniel und meine Wenigkeit die Zeit gefunden, ein bisschen weiter zu rätseln. Oh. Und ich bin an der Maus. Leave my home in a state resembling a train wreck. How about you make your way to the Red Wing? Wo ist denn der? It's upstairs. Ah, danke. Wir bringen beste Rätselvoraussetzungen mit, denn wir waren beide im Urlaub, seit ihr die letzte Folge gesehen habt. Denn wir waren ja volljährig. Es war, die letzte Folge war Quantum Conundrum Folge 18. Und wenn man volljährig wird, das wisst ihr, gibt es erstmal Großparty, Urlaub. Das hast, hast du denn auch einen Erwachsenenurlaub gemacht, wie ich in Vegas? Ich hatte nicht so viel Geld, ich bin nach Osteuropa gefahren. Nee, stimmt gar nicht. Das ist natürlich alles Quatsch. Ich war gar nicht in Vegas, stattdessen fahre ich nach Osteuropa in ein paar Wochen. Aber das ist eine andere Geschichte. Wo fährst du denn hin? Nach Rumänien. Ah. Ich war gewesen in Griechenland. Kriegt man wahrscheinlich demnächst auch recht preiswert. Aber es war trotzdem sehr nett, sehr schön. Und auch überhaupt keine so von wegen... die blöden deutschen Probleme. As you can see, the gravitational pull in this dimension is directly in opposition to our customary one. Aha. Jetzt drehen wir die Schwerkraft quasi auf den Kopf, oder wie? Ja. Oh, wir haben ja quasi zwei Viertel des Spiels geschafft. Glauben wir. Also wir haben jetzt die Abschnitte. Schwere Dimension, leichte Dimension und Zeitlupendimension geschafft. Und jetzt kommt der vierte große Abschnitt. Achso, jetzt kommt schon das vierte. Genau. Ah, okay. Der jetzt wie immer losgeht mit: Das Spiel entscheidet selbst, wann sich die Schwerkraft ändert. Und bald und irgendwann können wir es dann selber steuern. So, also es schwankt hier wohl dauernd. There's our little friend. Da ist Ike. So. Also du beeinflusst jetzt hier noch gar nichts, oder? Nee. You've certainly gotten rather adroit. Aber das klappt nach Schwerkraftregeln um. Oh. Ah, ja, das war... Na toll. Nun ja. Wir wissen nicht, ob diesmal die richtige Uhrzeit zum Spielen ist. Wir haben ja letztes Mal rausgefunden, dass morgens Spielen auch keine Lösung ist. Weil wir beides nicht so die Morgenmenschen sind. Jetzt haben wir späten Nachmittag. Und beide Urlaub in den Knochen. Vielleicht klappt es jetzt besser. Fump. So. Schon sind wir eine Dimension, man könnte fast sagen, leichter. Ja. Aber was mache ich jetzt damit? I believe that opened the hatch over there. Genau. Das ist schon mal ganz gut. Wow, oh. Aua. Das heißt, ich kann den... Na. Er haut dann immer wieder ab, wenn sobald sich diese andere Dimension anschaltet. Das heißt, ich muss da schnell sein, den drauflegen und dann warten, bis er... Wie nennen wir denn diese andere Dimension? Die Umkehrdimension? Umkehrdimension? I bet you wanted me to do that, huh? Mad scientist, crazy evil laugh. Ja, darauf haben wir regelrecht gewartet. Ja. There should be another drinking bird. I mean periodic articulated groove today in that room influencing this area. I believe that you'll have to wrap around this room. Quantum Conundrum war übrigens auch eines der Spiele, die dann auf Facebook, als der Rover gelandet ist auf dem Mars, dann natürlich auch ein entsprechendes Bild rumgeschickt hat. Ach ja? Mit von wegen, was wurde auf dem Mars entdeckt, und dann hat man da so ein, ich glaube, Ike stand irgendwo in der Ecke und ein Tresor lag so halb im Marssand. Ah, das ist ja nett. Das gab es von ein paar Spieler haben das gemacht. Ich habe das ein paar Mal gesehen. Ich weiß aber nicht mehr, welche die anderen waren. Aber vielleicht wisst ihr das da draußen noch. Oh. Hm. Naja, wahrscheinlich rauf und dann auf das andere mit dem anderen hochfahren. Guck mal kurz, wo du hinfährst. Aber hier gibt's nichts hier oben. Doch, ach doch, hier, ja, okay. Verstehe. Ich find's ja nett, dass sie diesen Mars Rover wieder einen Schritt mehr in Richtung Nummer 5 designt haben. Ich weiß nicht, ob das Absicht war. Ah, das war jetzt natürlich saudumm. Oh, beinahe hätte es geschafft. Oh je.
Naja. Dass, dass der Mars Rover aussah wie. Ach, jetzt kannst du aber auch andersrum hoch. Ja, das kann ich hier. Ne? Wie eine Treppe gebaut. Dass der ein bisschen aussieht wie Nummer 5, war wohl auch ein Kommentar, der oft auf dem Twitter-Account von dem Mars Rover kommt. Denn jedes von diesen. Von den Sonden und Mondfahrzeugen, die es so von der NASA gibt, die haben alle einen eigenen Twitter-Account. Ah ja. Also, werden die denn auch von der NASA persönlich gepflegt oder sind das wieder irgendwelche Freaks? Werden, also das ist so ein bisschen das, das Social-Media-Programm von der NASA. Ach, das ist ja nett. Das ist ja, ne. Und die haben dann auch alle, also die, die zum Beispiel die Voyager-Sonden, die jetzt gerade am Rand unseres Universums unseres Sonnensystems so rum angekommen sind, die haben ihm dann gratuliert. Also, als er gelandet ist, erfolgreich. Das wurde ja sogar auf Xbox Live übertragen, ne? Ach so? Hm, als Livestream. Ich weiß nicht, ob auch im deutschen Marktplatz, im amerikanischen konnte man sich das ein paar Minuten lang anschauen, die Landung. At this point, you have traveled further into the manor than any other family member has in the last two decades. Cool. Das Traurige ist nur ein bisschen so, jetzt ist jetzt schon der dritte oder vierte Mars Rover und die schicken ja immer fleißig Bilder. Der letzte hat ja auch irgendwie so ein riesen Panorama mit, was weiß ich, wie viele Pixeln geschickt. Mhm. Und jetzt ist der Mars aber wirklich kein besonders aufregender Planet. Also da kann man, da haben sich, hat sich an den Bildern außer der Auflösung so viel nicht getan. Und natürlich ist der Mars kein spannender Planet, aber es ist dann schon sehr ernüchternd immer, wenn man merkt, wie öde es da wirklich ist. Da muss man schon Geologe sein, um dann an irgendeiner Blaufärbung, an irgendeinem Kristall, der da rumliegt oder irgendeinem Stein, also hey, wow, das ist ja der Hammer. Aber meistens ist es dann doch nur so gelb-rote Wüste und ein paar Steine. Aber gut. Als immerhin eine fremde Welt, ne? Ja, immerhin eine fremde Welt. Genau, das ist ja ein bisschen schade. Als Sci-Fi-Fan muss man ja eigentlich eh permanent enttäuscht sein davon, wie langsam das alles geht. Naja, und also, vor allem, wie langweilig der Kosmos wirklich ist. Keine Aliens, keine aufregenden Planeten. Na gut, wir haben keine gefunden. Keine Frauen mit Schuppen statt Haaren oder irgendwie so grüne drei Tentakeln Brüste am Kopf und so. Drei Brüste, wie bei Total Recall. Naja. Den schaue ich mir jetzt am Montag, am kommenden Montag an. Obwohl, warte mal, wenn wir die Folge online stellen, ist wahrscheinlich der Montag schon vorbei. Und ich habe ihn schon gesehen. Mal gucken, wie der so ist. Dann kannst du uns in der nächsten Folge aber auch nicht sagen, wie er war. Nee. Die zeichnen wir gleich im Anschluss auf. So, irgendwo muss ich hier den Stöpsel finden. Ich muss irgendwie verhindern, dass er wieder nach oben geht, kann das sein? Weil dann bleibt der Safe oben kleben. Kannst du irgendeine von den Dimensionen, die da drinnen kleben, rausnehmen? Nee, oder? Die waren jetzt komplett. Das waren nur, die waren nur versperrt. Leer. Also hier ist gar nichts. Nee. Ist ja merkwürdig. Vor allem, wo ist die denn? Ja, which battery? You moron. Na, nimm doch einfach mal den... Ach, hier ist eine. Oh. Ach. Oh. Ah, siehst du, jetzt kann ich es doch schon selber steuern. So. Da ist noch eine Batterie und die kriege ich mit dem Knopf hier auf. Da liegt aber nichts drauf. Das könnte ich mir vielleicht selber draufstellen. Nee, das geht natürlich nicht. Warum auch? Wäre ja auch so einfach. Drück ihn doch einfach mal. Aber wir haben da ist was. Die Dolly. Bläh. Aha. Aber der reicht natürlich nicht, um einen Schalter zu drücken. Nee, mein Gott. Hm. Schwere Dimension habe ich nicht. Was ist hiermit? Reicht auch nicht. Hä? Mach doch nochmal schwer und lass nochmal runterfallen. Ich kann nicht schwer machen, ich kann nur umdrehen. Ach so, umdrehen. Na, dreh doch nochmal um und lass nochmal runterfallen. Hier drauf? Ja, vielleicht wird es dann jetzt genug Schwung, um das ein bisschen runterzudrücken. Obwohl, es kann ja auch nicht sein. Nee. Haben wir noch irgendwas im vorherigen Raum? Doch, da fliegt doch immer noch eine Kiste rum. Hier ist halt der Safe, aber ja, den kriege ich hier nicht durch. Kriegst du den da hin? Ach so, hä? Nee. Und die Taste kannst du ganz sicher nicht drücken. Welche? Die da. Ah, doch. Ach, ja, siehst du? Hol mal den Vogel, den können wir ja jetzt nehmen. Ah, du bist ja ein Fuchs. Ich sag dir, Urlaub, das tut so gut. Du hast wahrscheinlich im Urlaub 8 Stunden am Strand jeden Tag nur dir mögliche Quantum-Konundrum-Probleme überlegt und die jetzt alle im Geiste schon vorbereitet. Gib her das Ding. So. Ich war ja auf Santorin gewesen, eine Griechenlandinsel. Und da ist jetzt aber keine andere
Das heißt, ich muss die eine Dimension rausnehmen. Und habe passend abends dazu auf deiner PSP das God of War Chains of Olympus gespielt. Ach. Damit ich so ein bisschen in Griechenland-Stimmung komme. Jetzt komme ich da natürlich auch nicht durch, so, ne? Was hast du jetzt noch für eine andere Dimension? Ich habe jetzt die Schwere, aber ich kann nur eine einsetzen. Das ist hier der Clou. Das heißt, ich muss erstmal. Moment, die lassen wir mal hier liegen. Hä? Ach so. Und jetzt kann ich die Pappschachtel. Da muss ich auf schwer schalten und dann geht's aber hier auf. Aber wie mache ich denn das? Also wir haben noch eine Pappschachtel. Und die müssen wir irgendwo hinlegen, oder wie? Na, die Pappschachtel ist hier schon richtig. Die muss ich nur auf schwer schalten, dann landet die da und dann komme ich hier durch. Aber ich kann die eigentlich nur von hier auf schwer schalten. Könntest du den... Das heißt, guck. So, jetzt geht da drüben die Tür auf. Ja. Aber jetzt komme ich nicht... Hol doch den Vogel nochmal zurück. Der kann doch umschalten. Ach ja. Zwischen den Dimensionen. Ah. Mein Gott. Gib dem Mann einen Nobelpreis. So, die kommt mit. Die kommt da rein. Warum macht denn der Vogel jetzt nichts? Muss man den anstupsen? Doch, jetzt nee. Mal raus. Ach so, aha. Weil, ja, ha. Hä? Ach so, Moment. Jetzt bin ich sehr jetzt, gespannt. Jetzt aber. Ach so, jetzt funktioniert es erst wieder. Weil der Schalter muss ja irgendwas auslösen. Genau, er muss irgendeine Dimension auslösen. Aber das reicht nicht. Weil der Vogel zu langsam ist. Da komme ich trotzdem nicht durch. Kannst die Tür. Kannst du die schwere Dimension da einsetzen? Das, da unten? Das ist der Trick. Es ist auch wohl immer nur eine aktiv. Oh. Und durch ging's. To cause me to be transported to this pocket dimension. If only I could remember what. So, jetzt gucken wir uns hier nochmal schnell um. Aha. Viele, viele Planken und Rohre. Ob das die Rohre sind, die die Farbe in Portal 2 reinbringen? Das könnte sein. Hm. Ein bisschen mehr Aussicht. My headache is getting a little better, although I still have a rather large lump on my skull. So ein bisschen in halber Retrospektive muss ich sagen, dass das mit der Geschichte echt sehr, sehr fad ist. Ja, ich will gar nicht, dass der redet, weil es interessiert einen sowieso nicht so richtig, was da passiert in der Welt. Das hat ja auch überhaupt keine Auswirkungen. Also man hat ja wirklich nie irgendwie einen Kontakt zu dem. Nee. Das ist schon, ja. Naja, mit diesem abstrakten Gemälde sagen wir jetzt mal Tschüss für die Folge und sehen uns dann in Quantum Conundrum Folge 20 wieder. Bis dann. Bis dann.